Hallo Privatpatienten und herzlich willkommen zum Ostermagazin 2019. So bunt wie die Ostereier ist auch unser Programm. Total bunt. Und wo man auch geht und steht, überall duftet es schön nach Ostern schön. Oh. Ja, jetzt stinkt sie aber. Total angebrannt. Was ist denn? Ach, alles verbrannt. Die ganzen Kekse. Auch die Wecken? Auch die Wecken. Auch die Hupfel? Auch die Hupfel. Die Zweckerl auch? Die Zweckerl auch. Und die Gipfel? Die Gipfel auch. Dann ist ja wirklich alles verbrannt. Ja, ist wirklich alles verbrannt. Nee, die Krapfel, die sind noch im Ofen. Naja, also das muss man sich betrüben, ist ja schließlich Ostern. Das Fest der Liebe. Viel wichtiger ist doch die Frage, wann kommt sie denn nun, die Osterhäsin? Ja, und da fragen wir am besten einen Spezialisten. Das Orakel. Oh Gottchen, ganz müde das arme Ding. Naja, dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. O-S-T-R-E-N Ostern. Rucki-zucki, der Mann mit der Gitarre. Rucki-zucki, verliebt in eine Schnarre. Oh, oh Gott. Wann kommt sie denn nun, die Osterhäsin? Naja, hier jedenfalls ist... Was, die Gipfel auch? Tja. Auch verbrannt? Auch verbrannt. Ja, und ist noch was im Ofen? Nee, jetzt ist nichts mehr im Ofen. Ist das also wirklich alles verbrannt? Ja, jetzt ist wirklich alles verbrannt. Also Herr Fantasius, Sie hatten eine Aufgabe. Eine Aufgabe! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ostern ohne osterliches Ostergebäck. Ohne Wecken, ohne Hupfel, ohne Zweckel, ohne Gipfel. Noch nicht mal Krapfel haben Sie geschissen gekriegt. Ich fass es nicht. Sie haben mir mein Osterfest kaputt gemacht. Und jetzt kommt doch nicht mal die Osterhäsin. Psst. Oh. Egal, wie die Feste fallen, man soll sie feiern. So auch Ostern.